Ja, für Sie Übung, Übung, Übung. Bleiben Sie dran in der Wiesenstraße. Also die sind jetzt abgerufen, die sind beschäftigt, haben sie jetzt in die Mannschaftstransportfahrzeuge gesetzt und kommen jetzt hierher gefahren. Die Bambinis sind, wie gesagt, unsere Jüngsten in der Feuerwehr, sind zwischen 6 und 10 Jahren alt und werden in der Gruppe alle 2 Wochen nachmittags, jetzt müsste ich, Mario, wann ist es? Von 5 bis 7, jede 2. Woche mittwochs. Und wenn wir da Interessenten sind, wenn wir das erzählen, was wir hier machen, und wir Und das lernen die beiden, ja, man sieht, das ist noch ein bisschen chaotisch, die wissen jetzt genau, wie sie sich hinzustellen haben. Aber jetzt haben sie sich so langsam sortiert. Unsere Betreuerin, die Mara, wird ihnen jetzt den Einsatzbefehl geben. Ja, und jetzt sprinten sie los. Wir haben für die Bambinis einen extra Anhänger gebaut, wo sie ihr ganzes Equipment verladen können, weil für die ist natürlich ein bisschen schwer, an so einem großen Löschfahrzeug einen Verteiler zu entnehmen oder Schläuche zu entnehmen. Wir haben auch extra kleine Schläuche für die Kids besorgt. So, jetzt haben sie das erste Rohr ausgerollt. Hier wird die Wasserversorgung vom Hydrant aufgebaut. Dann geht es an den Verteiler. An dem Verteiler kann man insgesamt 3 Rohre anschließen. Das heißt, 3 Trupps können parallel arbeiten. Der erste Trupp hat jetzt einen Befehl gegeben für das Wassermarsch. Jetzt kann man das erste Rohr aufdrehen. Jetzt haben sie auch den Verteiler Wassermarsch gegeben. Jetzt kriegen wir Wasser bis an den Verteiler. In der Zwischenzeit sieht man den zweiten Trupp, der sich fertig macht, um zu löschen. Damit sie alle auch zeitgleich ein bisschen was zu tun haben, die Jungs und Mädels, warten wir natürlich, bis alle 3 Rohre aufgebaut sind, bis wir löschen. In der Zwischenzeit macht sich auch der dritte Trupp fertig. Das zweite Rohr haben sie jetzt auch Wassermarsch gegeben. So, jetzt hat das dritte Rohr Wassermarsch und jetzt können sie von allen Seiten den Großbrand der Gartenhütte bekämpfen. Ja, ich würde sagen, Applaus für unsere Kleinsten. Haben sie super gemacht.